La 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 la. Level 31, Level 33. Boah, das geht jetzt Schlag auf Schlag hier. Und es macht echt unglaublich viel Spaß gerade. Ich kann gar nicht mehr aufhören, so richtig. Dead or Alive, Two's Company. Und, na, wir haben noch knapp 4, 5 Stunden, so. World's Most Dangerous Trick. Tricks in Atlantica Casino. Silver Strip. Und Palisades Mall. Ha. Gehe ich jetzt da hin zu Dead or Alive? Ja, ich will zumindest gucken. Also, weil wie gesagt, ich war davon ausgegangen, dass es eigentlich die Mission war, die ich schon gemacht hatte. Weil ein Typ mit der Knarre, der von Zombies umringt ist, das kommt mir so seltsam vertraut vor. Ja. Das haben wir doch gemacht. Also. Okay, wir haben schon vieles gemacht in diesem Spiel. Auf eine gewisse Art und Weise wiederholt es sich auch. Aber nee, mein Gott, also die einzelnen Zivilisten, die haben irgendwie alle auch eine sehr simple Geschichte, aber sie haben eine eigene Geschichte. Das muss man ja auch mal so sagen. Es ist ja nicht so, dass die alle total farblos wären oder so. Nö, man erinnert sich dann auch immer wieder an die einzelnen Gesichter auch tatsächlich wieder und denkt sich so, aha, das war doch die und die Tussi und Family Feud. Was ist das jetzt schon wieder? Es kommen auch immer neue Missionen. Es ist unglaublich. Das Spiel ist so groß. Help the girl on the roof. Was? Fortune City Hotel Rooftop? Aha. Gut. Ja. Können wir dann ja. Ah ne, Hotel. Genau. Ah, das war da, wo wir einen Kampf gegen Heli gemacht haben. Okay. Gut. Ne, machen wir erstmal trotzdem die andere Mission. La 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 la. Dumm, die dumm. Ach man. Ist gut. Ja. Zombie, Zombie, tralala. Was habe ich jetzt eigentlich für Waffen? Ich habe noch einen Hammer, ich habe ein Laserschwert, ich habe ein Flammenschwert. Ich habe Feuerwerkskörper. Warum habe ich. Hä, Moment, ich habe nur ein Laserschwert? Ih, da habe ich Mist gebaut irgendwie. Mit der Itemverwaltung. Verdammt. Nicht gut. Da müsste ich jetzt eigentlich. Ah, es ist so eine Gewissensentscheidung. Es wäre besser, wenn ich mir noch ein Laserschwert holen würde. Andererseits, das Laserschwert ist jetzt noch voll aufgeladen und einen Psychopathen kriege ich dann in jedem Falle klein. Ja. Das macht Sinn. Nebenbei, wir können mal bei den Erfolgen gucken, die ich errungen hatte. Düb, Erfolge. Dead Rising 2, 10 von 50 Erfolgen und immerhin schon 200 Gamerscore-Punkte. Okay, gut. The Judge, Jury and Executioner, 10 Psychopathen erledigt. Okay. Und Half-Deck Collected. Ah ja, 25 Combo-Cards. So viele Kombinationen, so wenig Zeit. Es, ja. Das Spiel kennt sich selber ziemlich gut. Das kann man nie im Leben alles so auf einmal ausprobieren. Das Spiel ist wirklich verdammt groß. Also, wenn man irgendwas mit diesem Spiel anfangen kann, und ich weiß, dass, ja, man wirklich ein Faible für so eine gewisse Art und Weise simple Spielprinzipien haben muss. Also, wenn man irgendwie was damit anfangen kann, dann wirklich, dann. Holt es euch und dann habt Spaß damit, weil es macht wirklich verdammt viel Spaß. Man, mal von der ganzen recht zweifelhaften Thematik hier abgesehen, also dass man so viele Zombies auf diverse Arten und Weisen kurz und klein hauen kann, aber davon abgesehen, ist es wirklich ein grundsolides Spiel, finde ich. Da kann man jetzt nichts das Gegenteil, nicht das Gegenteil erzählen. Nö, es macht einfach Spaß, hier so rumzulaufen und immer neue Sachen zu entdecken und auch mit der Story voranzuschreiten. Also wie es jetzt noch so weitergeht, da bin ich auch gespannt und ja. Ich glaube, das Spiel hält mich jetzt noch eine ganz kurze Weile bei der Stange. So. An den wollen wir jetzt aber überall vorbei. Dead or Alive, aber nee, ja, der Pfeil zeigt tatsächlich schon mal ganz woanders hin. Das ist einfach eine andere Mission. Dann habe ich mich verguckt. Dann. Au. Müssen wir uns einfach damit zufrieden geben, dass ab sofort keine Sequenzen mehr kommen, wenn wir Psycho. Quatsch, wenn wir Zivilisten retten. Au. Ich renne hier über gegen Zombies gegen, das ist nicht gut. Lalalala. Ja toll, jetzt bin ich im Atlantica Casino. Da kann ich auch die andere Mission erstmal zuerst machen. Würde ich sagen. Oder gehe ich jetzt doch in die Palisades Mall? Ich weiß nicht genau. Ich kann auch mehrere Missionen machen, natürlich, ja. Wenn ich jetzt eh dann immer wieder durchs Atlantica Casino komme. Gut, dann machen wir jetzt erstmal die Mission mit dem Dead or Alive. Und danach, wenn wir hier wieder durchkommen durch das Atlantica Casino, können wir gucken, wo hier noch was ist. Weil irgendwo hier soll ja was sein. Wieder irgendeine Show oder so, wenn ich das richtig gelesen habe vorhin. So, da. Hier gehen wir immer schön vorbei, 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 weil es hält nur auf. Ich habe 2006 Zombies getötet. Für diverse Achievements muss man 50.000 Zombies bzw. 70.000 Zombies oder so töten. Ja, da darf man wirklich nichts anderes im Spiel machen, ganz ehrlich.
Dann muss man die 3 Tage voll ausnutzen und jede Menge Zombies abmurksen. Wer Spaß daran hat, von mir aus, Palisades Mall. Ja. Sind wir zumindest hier. Und da müsste ja der Typ mit der Knarre hier irgendwo rumstehen und laut um Hilfe schreien und sagen: Chuck, schön, dass du vorbeikommst, um mich zu retten und mich ins Sicherheitshaus bringst, weil ich da alleine nie hingekommen wäre. Weil du, Chuck, ein Zombie-Spezialist der allerersten Klasse bist. Und du bist der einzige Mensch, der es mit all diesen Zombies aufnehmen kann. Denn du bist so viel schlauer als wir anderen. Ja, so muss das sein. Dup, 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 dup. Andy! Ah, da haben wir ihn doch. Ich glaube, das könnte er sein. Den Automaten hier können wir ganz nebenbei nochmal knacken und ein bisschen Geld mitnehmen. 2500. Hallo, du. Hallo. Ich glaube, du hast ein kleines Problem, oder? Kann das sein? Das sieht so aus. Deswegen machen wir mal ganz kurz hier den Weg frei. Zock, zock. Auch wenn es nicht viel bringen wird, befürchte ich fast. Au, au, au. Komme ich da irgendwie hoch? Ich hoffe. Ja. Hallo. Hallo. Sprechen. Hey, kann ich dir helfen? ja, wenn du mich aus der Stadt raus teleportieren kannst. Ja. Das Kettege, I might have to end it all. Was? Wie? Wo? Hey, ja. Ja, ich kann dich zu einem sicheren Platz bringen und so. Safe? What is safe? Ja. Bombshelter, maybe would be safe. Ja, was los? Ja, ein Bunker. Da sind keine Zombies. The Zombies are in mein. Sie sind in seinem Kopf. Aha. Ja, diskutier nicht so viel. Go through them to get here. Ja, oh, was haben wir jetzt? Ein Kopf. Entschuldigung. Das war so nicht geplant. More killing, ja. And it's horrible, but we have to survive. Maybe I don't want to survive. Ja, so much fighting, so much blood. Och, jetzt halt keine Grundsatzdiskussion, bitte. Ja. Denken, sie können nichts viel fühlen. Sie, ja, sie sind tot, bitte. She never liked me when I was wie Mutter, bla. Leicht, was. Ja, you know, das ist eine sehr faszinierende Konversation. But we don't. Maybe there's some. And then we kill them. They want to eat you and then you die. Maybe it's just or maybe I'm all the incidents. Oh, bitte. Vielleicht sollten wir einfach. So just end it right now. Was? Wie? Wo? That's enough. It's time to get. I can't stand listening. Come on. Wow, tough love. Let's go. Ah ja, jetzt auf einmal. Andy has joined. Schön. Na dann, auf in Kampf. Dup, dup, dup. Komm mit. Don't fall behind. Don't fall behind. Schon zu spät, ne? Ja. Kommt der da noch durch oder nicht? Die sind auch immer alle irgendwie zu blöd zum Springen und ich weiß nicht, was die da machen. Okay, es sind wirklich viele. Ja, ist gut. Ich habe es begriffen. Ich habe es begriffen. Hatte ich nicht noch ein paar Feuerwerkskörper? Ja, schrei nicht so, bitte. Hier. Feuerwerkskörper. Zombie. Zombie, Zombie, tralala. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Urgent? Was, wie, wo? Notfall? Hilfe. Bitte, 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 bitte. Ich muss irgendwo telefonieren. Sorry. It's getting close. Ja, gut. Okay, es geht nur um Zombrex. Ja. Ich hab doch Zombrex. Ich habe einen riesigen Vorrat an Zombrex. So, hier stehen noch ein paar Zombies, aber ich wollte jetzt das mit dem Atlantica Casino machen. Ja. Zack. Ah, komm. Follow me. Atlantica Casino. Kommst du bitte mit? Danke schön. Boah, es ist wieder nur Stress mit diesen ganzen Zivilisten. Und dann müssen die so viel labern und so. Und ach, so tiefschürfende Gespräche. Und ach ja, das sind doch. Früher waren das mal Menschen und so. Und ach Gott, wir können sie doch nicht umbringen. Na gut, er hat im Grunde genommen recht. Also, ich glaube, ich wäre auch nicht so Banane. Also, beziehungsweise so abgebrüht, dass ich das könnte. Aber davon mal abgesehen, das hier ist nur ein Spiel. Es ist nur ein Spiel, Andy. Nur ein Spiel. So. Was? Botany Club? Club? Was auch immer. Was auch immer vor allem. Ja. Sprachzentrum komplett ausgefallen. So, was ist das hier? Hier können wir reingehen. Habe ich ihn jetzt verloren, Andy? Es kann sein. Eine Show.
Natürlich. Damn it! Roger, you idiot! We need to get on the ball if I'm ever going to get out of this hole and into the spotlight as I deserve. Don't you see? This is finally my chance. I mean, our chance. Go, you imbecile! Get ready for the next trick. And now, the trick that the world will soon know us by. But first, do we have a volunteer? A lovely lady, perhaps? We have a volunteer! Uh-huh. It is time for the most dangerous magic trick of all. Sawing the lady in half. Abracadabra. Abracadabra. Ja. Damn it. Not again. Hey. Nicht schon wieder. Oh. Leute. Das ist so geil. We're professionals, okay? Who asked you to come in here while we were practicing? You just want to tear us down, like the others, don't you? Well, we just so happen to have a very special trick just for you. It's a little disappearing trick. You'd be the perfect volunteer. The ending is to die for. What the hell? Okay, zwei. Der eine hat. Madison is dead. Ja, schön. Andy? Okay, Andy kann mitkämpfen. Ja, das ist schön. Nichtsdestotrotz hätte ich ganz gerne mein Laserschwert irgendwie. Und dann. Ah, wir kämpfen im Casino. Das ist schön. Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Da. Komm her. Dich mache ich zuerst. Zack. Ach komm. Ja. Ist gut. Ist gut. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Das ist kein Problem. Zack. Ja, ein kleines bisschen blöd in der Gegend rumlaufen. Das kannst du gut. So, wo ist er jetzt? Andy? Nee. Hä? Wo ist er denn hin? Ah. Ja. Oder machen wir zuerst den Typen mit den. Mit der komischen Waffe. Oh! Dab. Ah ja, okay. Zack, zack, zack. Den guten Reed. Ah, nein, Zombie. Zack. Okay, jetzt muss ich mich irgendwo in Sicherheit bringen. Nein, 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 nein. Bitte nicht Zombie. Nein! 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 Oh, nur weil ich nicht aufgepasst habe. Ey, musste ich in den Zombie unbedingt reinlaufen? Nein. Ah, wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Ich glaube, ich will es nicht wissen. Gut, okay, wir sehen uns gleich wieder und zwar in genau diesem Kampf. Also bis gleich.